Ohne künstliches Aroma, ohne Farbstoffe, steht auf der Verpackung. Aber was ist wirklich drin? Nicht alles lässt sich im Kleingedruckten entziffern. Oft stimmt nicht, was die Werbung verspricht. Nur Muggelei? Etikettenschwindel? Steht drauf, was drin ist? Ja, ergänzt noch durch den Zusatz, wollen wirklich alle so genau wissen, was drin ist. Zum mutmaßlichen Etikettenschwindel gehören mindestens zwei, also auch der Verbraucher. Und damit, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Phoenix-Runde. Heute aus dem Foyer des Bundespressehauses in Berlin. Meine Gäste sind Gerd Müller von der CSU, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Verbraucherschutz. Bei uns ist Ulrike Gonder, Ernährungswissenschaftlerin. Professor Matthias Horst ist hier, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie. Und schließlich Christina Hucklenbroch von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Willkommen bei uns. Herr Müller, haben wir genügend Gesetze gegen den Etikettenschwindel bei Lebensmitteln? Eindeutiges Ja. Wir haben in Deutschland in den Regalen, das muss man sich mal vorstellen, circa 200.000 verschiedene Produkte. Vielfalt wie noch nie. Und aus der Sicht des Verbraucherschutzes geht es darum, dass wir gesunde Lebensmittel haben und sichere Lebensmittel für den Verbraucher. Und natürlich ist wichtig, diese Aussage, was draufsteht, muss auch drin sein. Klarheit und Wahrheit auch in den Regalen. Gut, das mit der Klarheit ist ein Begriff, der sehr häufig auftauchen wird, auch noch in der Sendung. Herr Horst, die Ernährungsindustrie, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, die fühlt sich aber durch Regeln und durch Bürokratie zu sehr gegängelt. Ja gut, wir haben also genug Regeln. Wir haben sehr umfangreiches europäisches Recht. Und ich glaube, was auch der Staatssekretär gesagt hat, wir haben genug. Es muss nur angewandt werden, es muss nur vollzogen werden. Ich darf vielleicht in diesem Zusammenhang auch die Bundeskanzlerin zitieren, die vor einer Woche gesagt hat bei einer Veranstaltung, Gott sei Dank hat der Verbraucher die Qual der Wahl. Das ist besser, als wenn wir alles neu und zusätzlich reglementieren und ihn weiter einschränken durch Werbeverbote etc. Das brauchen wir nicht, es muss nur angewandt werden. Frau Hucklenbroch, jetzt haben wir ja seit neuestem ein Internetportal, lebensmittelklarheit.de. Da können Verbraucher sich melden und Produkte angeben mit vollem Namen und Hersteller, von denen sie sich getäuscht fühlen. Ist das die richtige Methode, mehr Transparenz in unsere Nahrung zu bringen? Es ist sicherlich eine Methode, die dringend notwendig war, anzuwenden, ein offizielles Portal zu schaffen als Anlaufstelle. Denn als dieses Portal im Sommer online ging, war bereits eine sehr große Missstimmung in der Bevölkerung vorhanden. Und es musste also irgendetwas geschaffen werden, um diese Missstimmung auch in Bahnen zu lenken. Obwohl wir, wie wir gehört haben, eigentlich schon genügend Gesetze haben. Trotzdem war das eine Lücke. Ja, es hatte sich eigentlich in den vergangenen Jahren ein Stimmungsumschwung in der Bevölkerung ergeben. Viel Misstrauen gegenüber der Lebensmittelindustrie ist entstanden. Und das war eine neue Entwicklung. Frau Gonder, machen es manche Verbraucher der Industrie vielleicht auch zu leicht durch einen unkritischen Umgang mit dem Essen? Naja, die gibt es sicherlich auch. Die Verbraucherschaft ist ja sehr, sehr vielschichtig. Aber viele Gesetze heißt ja auch noch nicht, dass alle das verstehen, dass alle das anwenden, dass alle das nutzen können. Und was auf der einen Seite juristisch richtig ist, muss auf der anderen Seite auch nicht so sein, dass die Verbraucher das verstehen oder dass dann auch das, was der Verbraucher erwartet, damit getroffen ist. Das sind ja Welten, die da aufeinandertreffen. Und natürlich haben Sie recht, manche Leute machen sich überhaupt keine Gedanken. Ist ja in Ordnung. Aber es gibt auch welche, die sich viele Gedanken machen und welche, die entweder aus Krankheitsgründen etwas wissen müssen oder es aus Interesse wissen möchten. Und da hat sich vielleicht auch schon etliches verbessert, aber das war nicht immer toll und ist vielleicht auch nicht der Wissensstand ganz gut. Über Ernährung, der spielt ja dann eine wichtige Rolle, das werden wir auch noch besprechen. Lassen Sie uns noch mal zu diesem Portal zurückkehren. www.lebensmittelklarheit.de, das wird ja auch von Ihrem Ministerium unterstützt. Das ist also eigentlich der Betreiber, sind die Verbraucherschutzzentralen. Das Ministerium unterstützt das. Was
bringt das? Was erhofft man sich von der Politik, von diesem Portal in Ergänzung jetzt zu Gesetzen, zu Lebensmittelsicherheit in Deutschland? Frau Bundesministerin Aigner, wir vom Verbraucherministerium wollen Transparenz, wir wollen Dialog mit den Verbrauchern. Ich habe schon gesagt, 200.000 verschiedene Produkte, die Verbraucher wollen, haben viele Fragen. Und dieses Portal lohnt sich wirklich anzuklicken. Man kann hier in Dialog treten, man kann natürlich auch Probleme anmelden und nach dieser Anfangsphase, den ersten 4 Monaten, und da sieht man schon, es relativiert sich, sind 30 Produkte umetikettiert worden von der Wirtschaft, herausgenommen worden. Mhm. Aber es ist ein großes Bedürfnis da. Die Menschen wollen wissen, wie steht es mit den Zutaten? Kann ich wirklich alles erfahren? Wie ist es mit der Kennzeichnung? Wie werden Produkte hergestellt? All diese Fragen können über dieses Portal gestellt werden. Und es sitzen 5 Redakteure, Wissenschaftler, Experten, die diese Fragen online dann beantworten. Also es lohnt sich wirklich, da mal reinzuklicken. Wir wollen Offenheit und Transparenz und Information vermitteln. Also diese vielen Klicks auf dieses Portal sind aber möglicherweise oder mutmaßlich nicht so sehr nach dem Geschmack der Ernährungsindustrie. Es kam ja auch aus Ihrer Richtung die Kritik, das sei eine Art digitaler Pranger. Ja, die Kritik halten wir natürlich aufrecht, aber ich möchte vielleicht einen anderen Aspekt in diesem Zusammenhang auch noch mal besonders betonen. Was notwendig ist, dass, glaube ich, wir alle, dass die Verbraucher mehr aufgeklärt werden, dass sie mehr erfahren, was bedeutet das, was auf einer Verpackung draufsteht, dass sie mehr erfahren vom Lebensmittel, dass sie mehr erfahren über ihre Ernährung. Und da hätten wir uns von diesem Portal, muss ich ehrlich sagen, mehr versprochen. Es gibt da eine Abteilung, die heißt Information. Aber diese Information ist nicht objektiv, sondern dort wird von Seiten der Verbraucherzentralen Politik gemacht. Und das sehen wir als sehr, sehr kritisch an, wenn hier mit Steuergeldern so etwas finanziert wird. Wenn man da klar und objektiv sagen würde, was Sache ist, was dieser oder jener Begriff bedeutet, was es bedeutet, wenn Zusatzstoffe eingesetzt werden, dass Zusatzstoffe abgecheckt sind, dass sie sicher sind. Aber all das wird verschwiegen, sondern man geht hier in eine tendenziöse Politik hinein und da richtet sich ganz intensiv unsere Kritik darauf. Also den Eindruck hatte ich nicht, dass, dass es, also ich habe jetzt nicht alles angeschaut, aber ich habe schon den Eindruck, dass viele gute Informationen rüberkommen. Im Detail vermag ich es nicht zu sagen, aber die Frage ist, müssen wir die Leute mehr aufklären? Die Leute sind völlig irritiert von den vielen Informationen, die sie umschwirren. Das erlebe ich in Seminaren, in Vorträgen auch. Es sind Begriffe unterwegs, die jeder schon mal gehört hat. Keiner kann damit etwas anfangen. Und ich weiß nicht, ob wir immer mehr Aufklärung brauchen. Also vielleicht ist manchmal auch weniger mehr. Es kommt ja auch darauf an, was ich kaufe. Sie sagen 200.000 Produkte, wenn davon 10.000 Tütensummen sind, dann ist das keine so große Vielfalt. Und wenn ich Grundnahrungsmittel zum Beispiel kaufe, entscheidet ja jeder selbst, was er kauft. Aber dann habe ich ja ganz andere Fragen oder vielleicht auch viel weniger Fragen, als wenn ich sehr viel Verpacktes kaufe. Viele Verbraucher kaufen Verpackungen und da, das kann man nicht riechen, man kann das nicht anfassen, was drin ist. Und dann bin ich natürlich auch sehr viel mehr auf eine Verpackung, auf eine Kennzeichnung angewiesen. Und da braucht es schon eigentlich auch ein bisschen Fachwissen. Darf ich ganz kurz über das Thema jetzt, das Wort Aufklärung fiel in dem Zusammenhang. Ja. Oder dass wir vielleicht sogar zu viel aufgeklärt sind und gar nicht mehr wissen, worüber wir reden. Aber es gibt ja vielleicht auch ganz kleine Ansätze, große Probleme zu beseitigen. Ein großes Problem ist ja zum Beispiel, dass auf den Verpackungen in Kleinschrift steht, was drin ist. Dass eine Menge Abkürzungen verwendet werden, die niemand versteht. Das ist ja eigentlich auch kein Beitrag zur Aufklärung. Also es ist sicherlich so, dass viele Menschen das nicht überblicken können. Viele Verbraucher nicht wissen, was sie mit den Abkürzungen anfangen können und sehr irritiert sind von immer neuen Enthüllungen, dass ja da viel mehr dahinter steckt, als man erwartet hat. Es hat ja eine Flut an Enthüllungsbüchern gegeben, die alle sehr ähnlich waren. Die hießen dann die Joghurtlüge, warum wir nicht mehr essen dürfen, was im Regal steht oder die Ernährungsdiktatur. Und hatten alle diesen Tenor, dass man getäuscht wird. Und gerade da das ernährungswissenschaftliche Wissen ja auch in der Bevölkerung schwindet und auch sehr viel naturwissenschaftliches Wissen dahinterstehen müsste, damit man solche Zutatenlisten wirklich deuten kann,
muss man andere Möglichkeiten finden, dass die Leute ihre Fragen stellen. Da müsste man ja dann die Politik wirklich fragen, ob man vielleicht bei diesem da schon ansetzt. Es geht ja um Transparenz und Klarheit zu sagen. Also ich möchte ja wenigstens A, lesen können, was da draufsteht, und B, verstehen, was drin ist, um mich zu entscheiden für dieses oder jenes Produkt. Ich möchte noch mal auf das Portal zurückkommen. Wir haben ja hier einen Feldversuch und wir haben Hunderttausende von Besuchern, Lebensmittelklarheit.de. Eines der Ziele neben der Information war ja, genau solche möglichen Täuschungsversuche der Lebensmittelwirtschaft einzustellen und publik zu machen. Und nun muss ich sagen, überraschenderweise, nach 4 Monaten ist das überhaupt nicht das Hauptthema. Das heißt, es gibt diese Täuschungsversuche, so wie sie immer beschrieben werden, im Großen nicht. Ich habe vorher die Zahl genannt, nach 4 Monaten sind 30 Produkte, die von Verbrauchern als problematisch dann auch von der Wirtschaft herausgenommen wurden. Und da nenne ich mal eines, beispielsweise ein Früchtejoghurt, in dem kaum Früchte drin waren. Das ist dann Etikettenschwindel, um auf die Sendung zurückzukommen. Also der große Stil, der immer publiziert wird, dass der Verbraucher im Lebensmittelbereich getäuscht wird, das trifft nicht zu. Der Feldversuch zeigt es. Aber es gibt natürlich viele, viele Fragen, das ist ganz klar. Die Frage der Zutaten, der Herstellung, der Herkunft von Produkten, das sind ganz zentrale Themen, Konservierungsstoffe. Und da kann das Portal eine Information liefern. Ich möchte aber auch einen Blick in die Zukunft tun. Bei der Anuga oder anderen Ernährungsmessen führt uns die Ernährungswirtschaft vor, dass auf dem Strichcode, den jeder heute über die Kasse zieht, diesen Strichcode können wir in Zukunft unterlegen mit allen Informationen zu jedem Produkt. Aber alles, was einen Scanner dazu, das dann abzulesen? Wir haben heute schon Versuchsprojekte, wo Sie mit dem Produkt im Handel, also im Laden, an den Scanner gehen können. Und dann sehen Sie beispielsweise, wenn es um Früchte geht, wo ist das Gemüse angebaut? Was verwendet der Bauer für Pestizide oder Herbizide? Wie düngt er? Ist er ein zertifizierter Betrieb? Wie läuft die Lagerung, die Logistik, die gesamte Produktpalette? Und ich bin sicher, das wird die Zukunft werden für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die wirklich alle Details wissen wollen. Gut, ich darf vielleicht noch mal auf das Thema Produktinformation zurückgehen. Sie wollen sich ja auch nicht nachsagen lassen, dass Sie Ihre Kunden nicht richtig informieren. Gerade diese Art, wie das auf den Verpackungen liest, muss da nicht in der Lebensmittelindustrie da neu gedacht werden? Muss da nicht mehr Transparenz, mehr Verständlichkeit in diese Produktinformation kommen? Ja, zum Großteil ist es ja gesetzlich vorgeschrieben, was wir draufschreiben müssen. Also da haben Sie gar keine Wahl. Sie müssen das tun. Sie haben vorhin das Thema Schriftgröße angesprochen. Da haben wir seit dieser Woche eine neue Regelung, eine europäische Regelung, dass man jetzt eine bestimmte Mindestgröße einhalten muss. Das ist richtig. Und da kann im Einzelfall sicher auch mal etwas getan werden, muss etwas getan werden. Das gebe ich Ihnen gerne zu. Aber ich will vielleicht noch mal einen Aspekt ansprechen, ein ganz, ganz einfaches Beispiel des Verständnisses. Wir haben zurzeit die Diskussion um Lebensmittelabfälle. Und in dem Rahmen dieser Diskussion ist das Thema Mindesthaltbarkeitsdatum wieder hochgekommen, dass man sagt, die Verbraucher, wir alle, wenn das Datum abgelaufen ist, schmeißen das Produkt lieber weg, weil wir wissen nicht, wir verstehen es nach wie vor offensichtlich nicht richtig. Und das ist etwas, woran man auch arbeiten muss. Wir haben das Mindesthaltbarkeitsdatum seit 30 Jahren als Verpflichtung auf den Verpackungen drauf. Und offensichtlich verstehen viele von uns es immer noch nicht richtig, verstehen es als Verfalldatum. Und da muss auch etwas gemacht werden, damit der Verbraucher wirklich damit richtig umgehen kann. Gut, also es ist ja so, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum heißt, dann darf es danach nicht mehr verkauft werden. Aber es kann auf jeden Fall noch gehen. Eben gerade nicht. Doch. Natürlich darf es. Es heißt mindestens haltbar, bis es darf verkauft werden. Ja. Es kann auch noch gegessen werden. Aber gut, dann muss man als Verbraucher vielleicht auch mal, was man früher gemacht hat, die Nase reinhalten oder mal ein bisschen schmecken, ob das Zeug noch in Ordnung ist. Gut, brauchen wir. Ich frage immer in meinen Seminaren und so weiter. Ganz viele Verbraucher wissen das. Mich hat diese Diskussion sehr irritiert. Da fand ich zum Beispiel, war das aufgebaut steht. Soll das Mindesthaltbarkeitsdatum umbenannt werden in Best Before? Da habe ich ja, das versteht dann schon gar keiner mehr. Außerdem ist es noch viel missverständlicher. Also das Mindesthaltbarkeitsdatum ist zwar ein langes deutsches Wort, aber das sagt es ja eigentlich. Und es gibt einige wenige Leute, ein bestimmter Prozentsatz, die meinen,
die sind unsicher, die schmeißen die Sachen dann weg. Die kann man aufklären, das tun wir seit Jahren. Aber ganz viele Verbraucher wissen, dass man das gut noch essen kann und ist ja auch oft reduziert im Handel. Es gibt ja eine ganz lange Liste bei vielen Produkten von diesen sogenannten Zusatzstoffen. Brauchen wir eigentlich in den Lebensmitteln so viele Zusatzstoffe? Historisch betrachtet war das irgendwann mal ein Fortschritt. Also man hat versucht, Lebensmittel zu konservieren, lange bevor es Kühlschränke zum Beispiel gab. Und das war für viele Leute, das war gedacht für die Menschen, die arbeiten mussten. Und die konnten dadurch sehr viel Zeit sparen. Und das war ein Fortschritt. Aber schon damals waren die Verbraucher unglaublich verunsichert. Also schon Ende des 19. Jahrhunderts hat es auch immer wieder Fälle gegeben, wo zum Beispiel sich in Konservendosen Arsen fand oder doch Verderbniskeime. Und es gab ja auch zum Beispiel Geschmacksverstärker. Ja? Das ist ja bei Konservierung, sehe ich das ein. Die lange Produktionskette, die Lieferung, die Lagerung, dass das konserviert sein muss, aber Geschmacksverstärker, das ist ja auch ein Zusatzstoff, der nicht unumstritten ist. Mhm. Also es gibt eben viele Fälle, in denen Zusatzstoffe verwendet werden, Geschmacksverstärker oder Aromen, um die wirkliche Zutat, die aber abgebildet ist oder draufsteht, zu ersetzen. Und das ist das, was viele Leute nicht mehr akzeptieren können. Es gibt natürlich inzwischen Firmen, die versuchen, das zu umgehen und machen dann wieder damit Werbung, dass sie nur natürliche Zutaten haben. Und das wird sicherlich auch ein kommender Zweig sein. Aber es war eben sehr lange so, dass das als Errungenschaft galt, Produkte ersetzen zu können. Was sagt die in der Ernährungsindustrie zu Zusatzstoffen? Sind da auch Zusatzstoffe verzichtbar? Wird da zu viel reingetan in die Produkte? Also erstens, das heutige Lebensmittelangebot in der Vielfalt, Breite und Qualität und Haltbarkeit und Sicherheit wäre ohne Zusatzstoffe einfach nicht möglich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Zusatzstoffe sind wissenschaftlich abgesichert. Und das Dritte ist, dass nicht mehr Zusatzstoffe eingesetzt werden, sondern weniger Zusatzstoffe. Dass jedes Unternehmen natürlich überlegt, kann ich vielleicht einen Zusatzstoff durch eine andere Art der Herstellung ersetzen, um ihn nicht draufschreiben zu müssen. Das ist so. Aber Zusatzstoffe, das ist so ein Feindbild. Das hat man aufgebaut über viele, viele Jahre. Man hat Ängste geschürt und man hat auch Angst davor. Das gebe ich gerne zu. Aber es ist nicht das Problem. Ist denn das mit das Problem ist genau, dass die Leute eine irrationale Angst davor haben. Also wir können sehr darüber sprechen, ob alle Zusatzstoffe notwendig sind. Ich denke, auch das Maß an Convenience und Haltbarkeit wäre ohne das nicht möglich. Ich weiß auch nicht, ob man eine Stadt wie Berlin mit selbstgebackenem Kuchen versorgen könnte. Aber ob so viel verschiedene Stoffe notwendig sind, darüber kann man sicherlich sprechen. Aber die Angst, die da jetzt auch zum Teil wirklich übertrieben geschürt wurde, zum Teil, die führt dazu, dass seit Jahren das Projekt Clean Label betrieben wird. Die Etiketten sollen jetzt clean werden, sauber werden, keine E-Nummer mehr. Die Leute mögen keine E-Nummern. Was passiert? Es werden heute Milchinhaltsstoffe physikalisch-chemisch so aufbereitet, dass sie exakt die Funktion der vorherigen Zusatzstoffe haben, aber ein verarbeitetes Milchprodukt kommt als Lebensmittel, als Milcherzeugnis auf die Zutatenliste. Die Leute denken, sie haben jetzt ein natürlicheres Produkt ohne E und das Gegenteil ist der Fall. Das heißt, mit dem Zusatzstoff, den ich drin habe, mit der Kennzeichnung, da weiß ich ja vielleicht noch, welcher das ist, wenn ich den nicht will oder nicht vertrage. Aber wenn da jetzt steht Milch-Eiweiß-Erzeugnis, können das Tausende von Substanzen sein, die exakt die gleiche Funktion haben. Und ich habe als Verbraucher überhaupt keinen Durchblick, als Ökotrophologe übrigens auch nicht, was da drin ist. Muss da nicht nochmal bei den Zusatzstoffen, Herr Müller, geguckt werden, vielleicht vom Gesetzgeber, was da wirklich notwendig ist, was möglicherweise gesundheitlich abträglich ist, muss da nochmal müssen die quasi noch mal durchforstet werden? Also erstens, Zusatzstoffe müssen angegeben werden dem Verbraucher, die Liste. Zweitens, sie sind zugelassen, wissenschaftlich getestet. Dasselbe trifft für Aromen zu. Da bekommen wir gerade auch eine neue Regelung. Der Verbraucher muss wissen, dass er sicher und gesund auf der Seite ist. Dass er, wenn er zugreift, dass es getestet und sicher ist. Und möchte ich noch mal sagen, es gibt keinen Anlass in Deutschland, Vielfalt und Qualität der Produkte zu beanstanden. Und wenn es ein Problem gibt,
dann muss schnell reagiert werden. Das ist selbstverständlich. Ich glaube aber, dass wir natürlich darüber hinaus ein Grundproblem haben. 200.000 Produkte. Natürlich mit Werbedruck versuchen große Konzerne auf bestimmte Produktlinien die Verbraucher einzuschwören. Die Frage ist, welches Grundwissen, Ernährungswissen beim Einzelnen noch gegeben ist und da ist. Und da müssen wir und müssten wir natürlich in der Erziehung ansetzen. Zu Hause, in den Familien wurde dieses Wissen früher weitergegeben. Ich plädiere seit Jahren dafür, auf dieses Manko zu reagieren durch ein eigenes Fach, Ernährungsbildung an den Schulen. Es gibt nichts Wichtigeres im Leben als die Gesundheit. Und die Ernährung ist der wichtigste Baustein neben der Bewegung. Und da wissen wir nichts, das machen wir nicht einmal zum Schulfach. Die Menschen, die Kinder, die wissen nicht mehr, wie Schnittlauch riecht, was das ist, zurück zur Natur, ob die Kartoffel auf dem Baum wächst oder in der Erde. Das wissen heute 2/3 der Kinder nicht mehr. Was ich aus Salat machen kann, aus Kraut oder aus Möhren, Karotten. Ich war vor einiger Zeit bei einer Tafel, wo Gemüse nicht verschenkt, aber weitergegeben wird. Dann sagen die Leute, ja, was soll ich mit dem Gemüse anfangen? Ja, da kann man eine Suppe machen mit Blumenkohl. Wie bitte? Also das Ernährungswissen, die grundlegenden Dinge fehlen. Ich will das Stichwort gleich gerne aufnehmen, aber es ist schon mehrfach jetzt hier gesagt worden, diese Vielfalt, 200.000 Produkte allein im Lebensmittelbereich, ist nicht das auch Bestandteil des Problems, dass wir ja überschwemmt werden? Jeder hat das im Supermarkt schon erlebt, ob Joghurt oder Tütensuppen, artet ja schon fast in Stress aus, da das Richtige zu finden. Also es ist generell sicherlich so, dass die Leute gerne Regeln einhalten, gerade in so einem zentralen Bereich, wo sich niemand entziehen kann. Und das macht es natürlich sehr viel schwieriger, wenn man so einen Überfluss hat. Und deswegen gibt es inzwischen eben viele Bewegungen, die für sich selbst unterschiedliche Einzelregeln einhalten. Zum Beispiel kein Fleisch mehr. Also es gibt eine wachsende Anzahl von Vegetariern. Es gibt aber auch diese Leute, die den Ausstieg aus der Fertigkost praktizieren. Also da gibt es Convenience-Food, das heißt also, dass die das vermeiden. Die vermeiden fertige Nahrung, wo sie nicht mehr erkennen können, was da drin ist. Da gibt es also Literatur zu, Bücher, die Regeln propagieren, wie man das auf die Schnelle handhaben kann. Es gibt aber auch ganz engagierte Projekte, also Leute, die sich in Selbsternteprojekten und Urban Gardening organisieren, um eben wirklich nicht mehr auf Nahrungsmittel angewiesen zu sein, die nicht klar zu interpretieren sind. Tut sich die Ernährungsindustrie denn damit einen Gefallen, so viele Produkte anzubieten? Lohnt sich das? Gerade diese Produktvielfalt in vielen Bereichen, die ja enorm ist, die man auch gar nicht mehr eigentlich nicht mal mehr mit den Augen erfassen kann. Also ich meine, wir sollten doch froh und dankbar sein, dass es eine solche Vielfalt gibt. Das ist doch was Schönes. Wir sehen doch gerade, jeder kann sich wirklich ernähren, wie er will. Er kann das machen, was Sie gerade geschildert haben, dass er eben nicht auf das Convenience-Angebot zurückgreift. Andere wollen das. Es ist doch alles da. Und dass die Vielfalt ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz hoher Wert. Und wir sollten jetzt nur nicht daran an der Vielfalt jetzt kratzen, sondern wir sollten sehen, und das ist ein ewiges, wenn ich das so sagen darf, Streben, dass die Vielfalt klar wird und dass der Verbraucher auch klar dann wirklich sich innerhalb dieser Vielfalt zurechtfinden kann. Das ist das Wichtige. Aber Vielfalt als etwas Negatives darstellen, also das finde ich aus unserer Sicht heraus, aus unserer reichen Sicht eines reichen Deutschlands, eines reichen Europas, finde ich das schon ziemlich heftig. Das Problem dabei ist, man kann sich natürlich theoretisch entscheiden, aber praktisch können das eben viele Verbraucher nicht mehr. Darüber gibt es also zahlreiche Studien, weil so viele Leute einen Alltag haben, in dem sie nur noch auf Produkte angewiesen sind, die sie nicht selbst zubereitet haben. Zuletzt hat das diese Ernährung. Das hat natürlich auch was mit der Arbeitswelt zu tun. Das hat etwas mit der Arbeitswelt, mit langen Arbeitszeiten zu tun. Gut, man könnte ja. Da sind wir jetzt bei dem Thema Bildung und Ernährung, was Herr Müller schon angesprochen hat. Also, dass man einfach verlernt hat, mit Nahrungsmitteln umzugehen. Fertigprodukte sind bequem, die schiebt man in den Ofen oder in die Mikrowelle, nach 2 Minuten sind sie fertig. Ist das, wo liegt da, oder wie, vielleicht kann man noch mal skizzieren, woran das noch liegen könnte, außer dass man wenig Zeit hat, dass man plötzlich Essen
sich fürs Essen offensichtlich nicht mehr so interessiert. Ja, vielleicht gibt es viele andere Dinge. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja auch aus einer Generation, ich wollte auch nicht unbedingt jetzt kochen, waschen, Haushalt machen. Ich habe einen Beruf gelernt, der mir Spaß macht. Und dann bleibt natürlich auch viel weniger Zeit, wie wenn einer da ist, der sich kümmert und der alles frisch kochen kann. Es heißt ja auch nicht, dass Dinge, die man nicht selber zubereitet, per se schlecht sind. Es ist nur relativ schwierig herauszufinden, was sind denn die hochwertigeren, die qualitativ hochwertigeren Produkte. Ich stehe auch nicht jeden Tag und mache 3 Mahlzeiten selbst. Ich mache das schon relativ häufig, aber auch nicht nur. Ich kann aber jetzt schon ein bisschen auswählen, welche Produkte gut und welche schlecht sind. Und die Leute, die so gar keine Zeit und kein Interesse am Essen haben, die sind natürlich schon aufgeschmissen. Die scheitern, glaube ich, an dieser Pseudovielfalt auch zum Teil. Also ich finde es schön, dass wir sehr viel Auswahl haben, dass jeder seinen Weg finden darf, ob vegetarisch oder nicht. Aber vieles ist eine Pseudovielfalt, wenn Sie nicht gerade in Berlin oder München, aber gehen Sie mal los und versuchen Sie mal nur ein gutes Brot zu kaufen. Da werden Sie verrückt, weil wir zum Beispiel, weil schon auch oft die Verkäufer gar nicht mehr wissen, was ein gutes Brot ist, wenn Sie nach einem ordentlichen Sauerteigroggen, Sauerteigbrot fragen, dann kriegen Sie selbst im Fachgeschäft zum Teil große Augen. Wenn Sie wissen, da ist ein Bäcker, der weiß noch, wie Sauerteig geht und wie man ein ordentliches Brot macht, dann ja, aber das sind ja Dinge, die nicht draufstehen. Es wird jetzt oft gesagt, ja, frische Produkte, hochwertige Produkte, die sind eigentlich viel zu teuer für viele Leute. Also wenn man sich jetzt so die Nahrungsmittel selbst zusammensucht und daraus ein Essen macht, wenn man das zum Beispiel in seiner Freizeit tut, zu kochen, ist das wirklich so? Ist das auch eine Frage des Preises? Also es ist natürlich eine Frage des Preises, aber ich kann ja auch Gemüse günstig und weniger günstig einkaufen. Ich kann im Bioladen einkaufen, ich kann beim Bio-Discounter einkaufen. Ich kann aber auch, und dazu muss ich aber auch wieder wirtschaften können. Das ist ja der zweite Punkt, der verloren geht. Ja, wenn ich mit einem Lehrlingsgehalt dreimal mir einen Coffee to go hole, dann ist mein Geld weg. Dann habe ich für eine Mahlzeit natürlich nichts mehr übrig. Und wenn ich dann nicht gelernt habe, aus dem Kohl eine Suppe zu machen oder mal eben ein größeres Gebinde Kartoffeln zu kaufen und das vielleicht aufzuheben oder Vorräte anzulegen, dann habe ich ein Problem. Also ich denke, das ist sehr vielschichtig. Mangelndes Interesse, mangelnde Zeit. Wir sind auch sehr technisiert, wir haben andere Interessen. Ich würde da auch den Leuten gar keinen Vorwurf draus machen. Wenn es aber um Ernährung, Bildung geht, dann finde ich eben genau wichtig, dass diese Punkte, was ist Qualität bei den Grundnahrungsmitteln und was kann ich daraus machen. Wo ich absolut dagegen bin, ist kleine Kinder schon zu beeinflussen, wie das zum Teil passiert. Was ist gesund? Die haben dann Angst vor Süßigkeit oder dann gibt es so strenge Regeln. Oder dann werden eben die Fette schlecht gemacht oder die tierischen Lebensmittel schlecht gemacht. Ich finde, damit macht man mehr kaputt, als man gut. Aber so eine Bildung kann man ja eigentlich auch nicht verordnen. Die muss ja eigentlich auch entstehen. Gut, man kann den Schulen sagen, ein Schulfach. Aber es müsste ja auch in den Familien stattfinden. Viele Familien essen ja gar nicht mehr zusammen. Also es gibt sicherlich dieses Phänomen, dass immer mehr Familien höchstens abends noch gemeinsam essen. Das ist definitiv so. Was es auch gibt, das ist also im Sommer die Studie erschienen als Buch So ist Deutschland, die basiert auf einer Befragung von 10.000 Verbrauchern und ist von Allensbach durchgeführt worden. Und im Auftrag des Nestlé-Konzerns, es ging also auch um die die Sicht auf den Markt für Lebensmittel allgemein. Und aus dieser Studie geht hervor, dass die Leute, die wirklich sagen, wir haben Freude am Kochen, wir kochen mit Freunden, so in der Gruppe, das ist ein Hobby, wird also immer weniger, je nachdem, wie viele Arbeitsstunden die Leute pro Woche machen. Also am meisten Freude macht das den Leuten, die nicht berufstätig sind. Und am besten ist es dann noch, wenn sie keine Kinder haben, dann haben sie richtig Spaß am Kochen. Aber zum Beispiel Vollzeit berufstätige Leute mit Kindern, die empfinden das als starke Belastung. Was könnte denn die Ernährungsindustrie tun, dass wieder mehr Freude am Essen entsteht? Oder sagen Sie, Fertigprodukte sind ja auch ein wichtiges Marketinginstrument für unseren Bereich? Naja, das eine sind die Fertigprodukte, die wirklich Fertigprodukte. Also wenn Sie eine Pizza in die Mikrowelle schieben oder in den Ofen schieben, das ist dann wirklich fix und fertig. Aber ein ganz, ganz großer Teil sind ja Halbfertigprodukte, die es dem Verbraucher erleichtern, selbst etwas zusammenzustellen, selbst etwas zu kochen. Und die Ernährungsindustrie, viele Unternehmen, die ja Zehntausende von Kontakten mit den Verbrauchern täglich haben, aus ihren Hotlines, über das Internet etc., die bieten dann auch noch viele, viele Informationen an, wie man wieder mehr selbst kocht zum einen oder Informationen auch über
die Angebote über das Essen und Trinken und auch vor allem über die individuelle Ernährungsweise, wie man das am besten gestaltet. Ich darf vielleicht noch einen Aspekt bringen, der ist vorhin ja angesprochen worden. Wir müssen auch eins bedenken, wir haben in Deutschland die preiswertesten Lebensmittel in Europa. Wir geben im Schnitt 11% unseres verfügbaren Einkommens für Lebensmittel aus. Das ist extrem niedrig, das ist historisch niedrig. Ob das immer noch gut ist, möchte ich jetzt gar nicht hier bewerten. Nur das müssen wir auch mal bedenken, dass wir hier ein Lebensmittelangebot haben, mit dem jeder sich wirklich gut ernähren kann. Ich nehme den Ball gern auf. Da gibt es diesen schönen Satz, Geiz ist geil. Den kann man ja auch in der Tat auf den Lebensmittelbereich, aufs Essen erweitern. Ist das ein Problem, dass aber uns die Preise so niedrig sind oder beziehungsweise die Leute auch sagen, also fürs Essen gebe ich nicht viel Geld aus. Und ich erwarte aber trotzdem hochwertige Lebensmittel. Ja, das ist ein großes Problem und die Geiz-ist-geil-Mentalität, die müssen wir wirklich beiseite schieben. Ich sage nochmal, Ernährung ist das Wichtigste für die Gesundheit und für unser Leben. Und deshalb, Geiz-ist-geil, Lebensmittel dürfen nichts kosten. Das hat ja auch seine Auswirkungen auf die ganze Produktkette. Am Anfang steht der Landwirt, die Produktion im eigenen Lande. Wir erwarten die Lebensmittelproduktion zu günstigsten, billigsten Preisen. Wir sind nicht bereit, dem Bauer 40 Cent für einen Liter Milch zu bezahlen. Das ist dramatisch. Im Kartoffelbereich dieses Jahr 5 Euro für einen Doppelzentner Speisekartoffeln, verstehen Sie? Das ist fast ein Sklavenlohn für den Bauer. Damit hinten dann in den Supermärkten Billigst- und Dumpingpreise herauskommen. Und das hängt damit zusammen, und das sage ich jetzt sehr deutlich, Essen hat auch etwas mit Kultur in einem Land zu tun. Und diese Kultur müssen wir wieder pflegen. Und wir müssen sie erlernen. Und beispielsweise unser Verbraucherministerium, wir führen mit den deutschen Landfrauen, auch das ist ein Feldversuch, den sogenannten Ernährungsführerschein durch mit Kindern. Machen wir im Kindergarten und im ersten Grundschuljahr eine 14-tägige Doppelstunde, am Schluss steht der Ernährungsführerschein. Und wissen Sie, was am interessantesten dabei ist? Kinder haben Spaß. Die haben große Freude am Kochen, am frischen Zubereiten, ein Müsli zu machen, ein Gemüsesalat und so weiter und so fort. Und es ist überhaupt nicht so, dass das altmodisch ist, dass man nicht kochen kann, nee, dass man nicht kochen soll. Die Frage stellt sich, wo ist der Bruch? Dann beim Jugendlichen, ach, ich stelle mich niemals in die Küche. Und da müssen wir ansetzen, diese Freude und dieses Wissen, auch um die Kultur des Essens. Gibt es ja im Fernsehen auch Kochshows, die dazu ja vielleicht auch anregen? Die Fragen über der gut, okay, die aber immerhin sind. Ist es ja auch das Gleitmittel, mit dem man möglicherweise diese Information dann an den Mann und an die Frau bringt. Nochmal zu diesen Preisen, diese niedrigen Preise für Lebensmittel, die sagen ja auch etwas aus, im wahrsten Sinne des Wortes, über den Wert, den wir Lebensmitteln entgegenbringen. Also mir fallen dazu zwei Sachen ein. Einmal wird ganz viel Preis im Handel gemacht. Und wenn ich höre, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass Unternehmen schon mal Eintrittsgelder bezahlen müssen, damit sie überhaupt Regalfläche kriegen, da denke ich, da ist was faul. Da habe ich als Verbraucher ja auch gar keinen Einfluss drauf. Da stimmt schon an diesem ganzen System was nicht. Und auf der anderen Seite, wenn ich als Verbraucher oder Verbraucherin auch nicht erkennen kann, was der Unterschied ist zwischen einem Liter Milch, sage ich jetzt mal, der 60, 70, 80 oder 90 Cent kostet oder 1,10. Ich kann es mir vielleicht noch erklären bei einer Biomilch, da habe ich mal was gehört, das geht irgendwie anders. Aber ansonsten habe ich einen Liter Vollmilch, der genauso viel Kalzium hat, genauso viel Eiweiß, genauso viel Fett. Ich kann ja oft als Verbraucher gar nicht den vermeintlichen Qualitätsunterschied erkennen. Und wenn für mich, um bei der Milch zu bleiben, die drei Produkte gleich sind, warum soll ich dann nicht das günstige Produkt nehmen? Also wir dürfen auch nicht nur auf den Verbrauchern rumhacken, wenn sie nach günstigen Produkten greifen. Oft ist die Qualität nicht erkennbar. Vielleicht liegt es daran, dass auch die Verfahren, die Herstellung einfach nicht transparent ist. Wir haben solche Zutatenlisten, die eh keiner versteht. Wir haben vorne GDA und dann war noch Ampel und ich weiß nicht, was alles geplant. Siegel noch und nöcher, aber wie ein Brot oder eine Milch hergestellt wurde, das wissen die wenigsten und das ist auch relativ schwer rauszukriegen. Wie groß ist da der Druck, der auf der Ernährungsindustrie lastet, billige Produkte anzubieten, also herzustellen, die dann im Handel angeboten werden? Der Druck ist sehr groß. Wir müssen eins bedenken, man spricht hier immer von den großen Konzernen. Die großen Konzerne, wenn sie den Umsatz nehmen, spielen bei uns eine relativ bescheidene Rolle. Die 10 größten Unternehmen in Deutschland machen ungefähr
12 bis 15% am Umsatz des gesamten Marktes aus. Alles andere Klein- und Mittelständisch. Und das ist ein ganz großer Wert, den wir hier in Deutschland haben. Diese Vielfalt, auch der, wir haben noch allein in der Ernährungsindustrie 5.300 Unternehmen mit 5.800 Betrieben insgesamt. Da kommt das ganze Handwerk dazu, etc. Das ist ein ganz, ganz großer Wert. Und diese Kleinen, die leiden oftmals sehr darunter, unter diesen ganz, ganz harten Marktgegebenheiten. Aber es ist in Deutschland so. Und wie man das ändern kann und muss, das ist die große Frage. Herr Horst hat jetzt natürlich die Lebensmittelwirtschaft, die Betriebe angesprochen. Und die stehen unter dem Druck der großen Handelskonzerne. Und da schaut es natürlich anders aus. Die fünf größten machen 80% des Umsatzes. Die machen den Preis, und die diktieren in der Tat die Preise im Regal. Du darfst die Milch reinstellen für 79 Cent oder für 59 Cent. Die diktieren häufig Preise, die einfach in der Produktion so im Prinzip gar nicht herzustellen sind. Und diese große Handelsmacht, billig, Geiz ist geil, die zeigt sich dann leider in den Lebensmitteln. Das heißt, die Wirtschaftsstruktur, also eine der Ursachen ist die unterschiedliche Wirtschaftsstruktur im Bereich der Hersteller, wo sie eher mittelständisch geprägt ist, und im Handel, wo sie konzernmäßig geprägt ist. Beim Bäcker, wenn ich da noch mal das deutsche Handwerk, wir sind Brotweltmeister in der Vielfalt. Es ist doch Pseudo. Aber der normale Bäckerle Bäcker, drauf. Ich bin erschrocken, bei mir zu Hause in einer Kleinstadt, Kempten im Allgäu, 60.000 Einwohner, gibt es noch drei Bäcker, Handwerker, die jeden Morgen in der Früh ihre Semmel selber herstellen. Nein, immer mehr kommen die Ketten, die Zehntausende, Hunderttausende Massenware herstellen. Ist auch gut. Aber natürlich nicht das klassische Handwerk, wo Sie sagen, da kriege ich mal gutes Sauerteigbrot und weiß, es heute früh gemacht worden. Und dann Zahlen wollen wir relativ legen. Wenig, aber gleichzeitig... Ich hätte noch eine Zahl. Ich würde ganz gerne noch was zu den Preisen und zu der Preissensibilität sagen. Ich würde da ganz gerne noch mal auf die Studie hinweisen, die ich eben erwähnte. Die ist zweimal durchgeführt worden, einmal im Sommer 2008 und im Sommer 2010. Und die Verbraucher, die gesagt haben, das ist für uns ein ganz zentrales Kriterium, die müssen billig sein, die Lebensmittel, das waren noch fast die Hälfte bei dem ersten Durchgang. Und das ist gesunken auf weniger als 40%, also knapp 40%. Es ist ein kleiner Rückgang. Und man muss ja auch unterscheiden, was sagen die Leute in einer Studie und wie entscheiden sie sich dann vor dem Supermarktregal. Genau, trotzdem sagt das etwas über Befindlichkeiten aus und über Stimmungswandel. Aber alle wollen möglichst natürlich essen, also natürliche Nahrungsmittel haben, aber wenig Geld dafür bezahlen. Und im entscheidenden Moment vor dem Regal nehmen sie dann doch das preisgünstigere, das billigere. Das ist ja sowieso auffallend. Also wir haben ein Zeitalter der Nachhaltigkeit. Ökologische Dinge spielen auf allen Gebieten eine Rolle. Die ganze Umwelt färbt sich grün ein, im wahren wie im übertragenen Sinne. Und trotzdem wollen wir so wenig Geld dafür ausgeben. Das sind ja zwei Entwicklungen, die sich eigentlich widersprechen. Ich weiß gar nicht, ob wirklich alle Leute grundsätzlich immer wenig Geld dafür ausgeben wollen. Dieses Interesse an natürlichen Lebensmitteln, das kommt nicht aus dem Nichts. Das ist in einen größeren gesellschaftlichen Kontext einzuordnen. Zum einen auch muss man dabei die Entwicklung der Landwirtschaft betrachten. Also zum Beispiel die Kritik an der Massentierhaltung, an der industriellen, herkömmlichen Tierhaltung, wie sie vor allen Dingen seit Anfang dieses Jahres so präsent war. Und dann eben schnell überlagert wurde vom EHEC-Skandal. Aber wir hatten ja eine Demonstration. Dioxinskandal meinen Sie jetzt? Aber erst der Dioxinskandal. Und dann gab es in Berlin eine Demonstration, an der mehr als 20.000 Menschen teilnahmen, gegen Massentierhaltung, gegen die industrielle Tierhaltung. Und das ist nicht aus dem Nichts gekommen. Das war auch keine spontane Demo, sondern das ist aus. Gruppen hervorgegangen, Bürgerinitiativen, die sich in verschiedenen Regionen in Deutschland schon in den vergangenen 10 Jahren gebildet haben, weil sie plötzlich Ställe gesehen haben, Ställe in der Nachbarschaft. Und dann haben sie einen Begriff davon bekommen, oder auch Schlachthöfe in der Nachbarschaft ihrer Wohnsiedlung. Und plötzlich haben sie einen Begriff davon bekommen, was Tierhaltung bedeutet. Also was Lebensmittelproduktion bedeutet. So ist das sicherlich auch, wenn man im Supermarkt einkaufen geht. Wenn man plötzlich nur noch Fertiglebensmittel verzehren kann, weil man für nichts anderes mehr Zeit oder auch nicht die Kenntnisse hat,
dann wird das sehr präsent und das verändert natürlich. Gut, aber gibt es eine Art Bewusstseinsänderung eben dann durch diese Information, wenn man dann sieht, wie manchmal diese Produkte zustande kommen. Nochmal zurück zu diesem Internetportal Lebensmittelklarheit. Ein bisschen verdrängt sich ja der Verdacht auf, dass Lebensmittelkontrolle, Lebensmittelsicherheit quasi von der Politik, die ja die eigentlich herstellen soll in ihrem gesetzlichen Auftrag, so ein bisschen auf den Verbraucher übertragen wird, der dann sagt, melde dich, wenn irgendwas nicht stimmt. Und dann wird das bewertet, dann gibt es eine Stellungnahme. Das war ja auch die Kritik an diesen, dass man sozusagen die Politik sich vielleicht da eher zurückhält, auch weil es natürlich auch von Seiten der Ernährungsindustrie auch viel Druck gibt, dass man das eher so dem Verbraucher überträgt, diese Zuständigkeit. Nein, nein. Sie sehen ja, nach 4 Monaten musste kein Produkt vom Markt genommen werden. Der Fruchtjoghurt wurde nicht richtig deklariert. Aber was sich zeigt und was wichtig ist, es gibt kein gefährliches oder ungesundes Lebensmittel in den Regalen. Da ist sich der Verbraucher in Deutschland sicher. So sicher wie in, ich würde sagen, in keinem Land der Welt. Ich war gerade in China, ich könnte Ihnen erzählen, welche Standards, die fangen da an, wo wir 1950 waren. Das wollen wir nicht. Also Sicherheit und Gesundheit, das garantieren wir mit der Lebensmittelwirtschaft. Durch harte Zulassungsverfahren, durch risikoorientierte Proben. Und da gibt es auch einen Konsens, so es schwarze Schafe gibt, heraus aus der Linie. Ich möchte einen Satz sagen, Massentierproduktion, das sind wieder so Schlagworte, die natürlich so nicht zutreffen. Ich habe gerade gesagt, der Bauer steht am Anfang. Dem Bauer wäre es sehr recht, wenn er 10 Cent mehr bekommen würde für die Milch oder fürs Fleisch. Und dann könnten die Produktionsgrößen auch, sage ich mal, etwas kleiner sein. Aber groß in der Produktion heißt nicht unsicher oder mit geringeren Hygienestandards. Das trifft durchaus überhaupt nicht zu. Wenn man mit einer gewissen kritischen Haltung einkauft, kann man sich gut versorgen bei uns mit Lebensmitteln? Ja, durchaus. Aber man muss halt so ein bisschen gucken, finde ich schon. Und es sind ja so Begriffe, die eigentlich schwammig sind, gesund. Also Sie verstehen sich ja unter gesund bei einem Lebensmittel was ganz anderes als ich. Die Frage ist noch, aber was will der Verbraucher? Dann Schwarzbrot vom Sauerteig gemacht. Sie haben ja selbst, Frau Gunder, mal den Unterschied Genuss und gesundes Essen. Dass das oft nicht das eine, dasselbe ist nach dem Motto, wenn ich es genießen kann, kann es nicht gesund sein. Und wenn es Gesundheit ist, ist es kein Genuss. Da sehen Sie, was wir Ökotrophologen angerichtet haben. Also ich sage das schon mit einem gehörigen Maß an Selbstkritik jetzt mal. Für alle Ökotrophologen werden manche schimpfen. Es sind einfach zwei Schubladen auch im Kopf der Leute. Wenn man die Menschen fragt, was ist gesunde Ernährung, dann kommt alles das, was sie gelernt haben. Das muss natürlich in gewisser Weise auch dem Zeitgeist entsprechen. Oder tut es leider. Oder der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die seit 40 Jahren dasselbe erzählt und nicht mehr up-to-date ist. Und unter Genuss fallen uns ganz andere Sachen ein. Aber das gehört zusammen. Es wird zwar dann immer gesagt, naja, das darf auch gut schmecken. Aber wenn ich mir dann die Listen angucke, was ich essen soll, das schmeckt nicht gut. Und da müssen wir auch ran. Auch wir Ökotrophologen müssen einfach... Auch der Ernährungsindustrie kommt das wahrscheinlich zu Pass, wenn man Genuss und gesundes Essen verbindet und verbinden kann. Soweit, liebe Zuschauer, die heutige Sendung, die Phoenix-Runde. Bleiben Sie bei uns.